Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Projekt von mir. Und zwar spielen wir heute Left 4 Death. Ja, es ist ein Spiel, das wollte ich schon immer mal spielen. Hatte aber nie so... Weiß nicht, hab nie gedacht, ach komm, kaufst du es dir, um zu spielen. Warum, weiß ich nicht. Aber ich wollte es wirklich schon immer mal spielen. Und jetzt habe ich aber von einem Zuschauer, nämlich 123 Nubification, eine Nachricht bekommen, hey, spielt, oder einen Wunsch bekommen, hey, spiel doch mal Left 4 Death. Das wäre cool. Und dann dachte ich mir so, jetzt hast du einen Grund, es dir zu kaufen. Und deswegen sind wir heute hier. Vorweg, ich bin ein ganz kleines bisschen verkältet. Ich hoffe, man hört es nicht zu arg. Werde auch versuchen, nicht allzu oft meine Nase hochzuziehen. Falls es doch mal vorkommt, nehmt es mir nicht übel. Wir haben hier jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wir haben einmal Kampagne und Versus. Kampagne ist Koop-Modus online, die Kampagne. Versus ist Online-Spiel als Überlebender oder Infizierter. Werde ich jetzt beides nicht machen, denn Online-Spielen ist nicht so mein Ding. Da kriege ich meistens auf den Sack oder ich bin einfach zu schlecht. Fühle mich hinterher immer noch schlechter, als wenn ich gegen meinen Bruder spiele. dann haben wir den Survival-Modus, wo wir so lange wie möglich einfach nur überleben müssen. Werden wir vielleicht auch nochmal ausprobieren am Ende. Und den Singleplayer, den wir jetzt spielen. Schwierigkeitsgrad habe ich mir überlegt, lasse ich mal auf normal, weil leicht dann doch auf die Dauer zu langweilig wird. Ist hier Mass Effect. Deswegen normal. Kampagnen haben wir jetzt verschiedene. Nämlich das Mercy Hospital, Crashkurs, Todeszone, Flug zur Hölle, Blutdurst und The Sacrifice. Plus Add-on-Kampagnen, wo wir jetzt keine haben. Wir schauen mal, vielleicht gibt es da auch nochmal irgendwas, was ich organisieren kann. Genau, jedes, also wir fangen natürlich mit dem ersten an. Ich hoffe, das ist das erste. Wir spielen auf jeden Fall Mercy Hospital. Jede Kampagne hat verschiedene Kapitel, wo wir natürlich auch mit Kapitel 1 anfangen. Dann gibt es verschiedene Charaktere. Einmal Bill, der alte Soldat, Zoe, Francis und Louis. Wir spielen aber mit Francis. Ja. Und starten. Die Heilmethode überzeugt die Kugel für Kugel. Final Fantasy 7 als Francis, alle anderen als sich selbst. No Mercy, Mercy Hospital. Sehr lustig. So, ich hoffe, jawohl. Ich muss dazu sagen, ich habe das erste Kapitel schon mal gespielt, wegen Sound und so. Und in meiner ersten Aufnahme war hier dann alles komischerweise lila. Jetzt nicht, da bin ich ganz froh drüber. Genau, wir haben jetzt hier einmal die Pumpgun, die wir uns schnappen. Dann haben wir Munition, wo wir nicht brauchen. Und Heil und die Uzi. Nehmen wir die oder Pumpgun? Ja. Ich bleib bei der Pumpgun. Denn, ja, Pumpgun, wenn man das schießt, dann trifft man meistens mehrere auf einmal. So, wir haben jetzt den einfachen Weg, indem wir hier reingehen. Was ich auch in der ersten Aufnahme gemerkt habe, wir können auch durchs Fenster durch. Aber wir gehen die Treppe runter. Nein, natürlich nicht. Wir springen durchs Fenster, weil es viel cooler ist. Ho, na, und, up. Und sind gleich mitten in der Action. Was vielleicht doch keine so gute Idee war. Jetzt sehe ich wieder nichts. Ja, was auffällt, man kann durch die Wände durchsehen, wo die Mitspieler sind. Ah, hast du mich gerade erschreckt. So. Schmerzmittel nehmen wir mal mit. Vielleicht brauchen wir es später. Geht mal weg da. So, was ist hier? Bam. Ah! Das war ein Smoker. Alter, okay. Hier ist viel zu viel Rauch. Oh!
Boah. Boah. Achtung! Ah. Das war ein Boomer. Der hat die Wand weggesprengt. War das der Boomer? Egal. Hier ist mir zu dunkel. Mal nachladen. Ja. Dann gehen wir jetzt doch mal eine Etage tiefer. Da ist... Okay. Die war schon tot. Das war nicht meine Schuld. Hier gibt's Molotow-Cocktails, genau. Wo? Da. Ja. Molotow-Cocktails sind immer super. Die probieren wir auch gleich mal aus. Und ich bin verwundert, normalerweise kam hier immer ein Riesenansturm von Feinden. Beim ersten Mal beim Probespiel. Hier jetzt nicht, aber na gut. So, wir müssen den mit. Wir müssen. Boah, 8 Uhr, ich bin runtergefallen. Ah, wollte gerade sagen. Okay, jetzt kommt. Okay, jetzt kommen sie von oben. Ah, 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 Hilfe! Ah. Wo ist denn der? Jetzt. Okay, weiter geht's. Ja, die Smoker, die haben so eine ganz lange, fiese Zunge oder Rauch. Dings. Und hier lag das letzte Mal auch was. Ist das jedes Mal... Ah, danke. Jedes Mal anders. Das ist auch nicht schlecht. Oh, was denn? Nein, nein, nicht zumachen. Aufmachen. Na, okay, wir machen zu. Dann... Wow. Okay. Ah! Okay. Das war ein Hunter. Au! War's das? Ja, das war's. Nein. Ah. Der hat die Tür aufgesprengt. Die Drecksau. Hm, okay. Weiter geht's. Da ist die zweite Pistole. Das Coole ist, die Pistolen haben unendlich Munition. Wo ich ja ein großer Freund von bin. Denn, Mensch. So, Tastatur fixiert. Denn ich bin kein allzu großer Freund von... Also, was heißt, kommt aufs Spiel drauf an. Aber ich bin immer froh, wenn ich weiß, okay, ich habe irgendeine Waffe, auch wenn sie schwach ist, mit der ich mich immer wehren kann. Weil sie eben unendlich Munition hat. Wow. Ah. Ah. Wow. Ah. Na, ah, ich bin schon wieder. Bam. Ah, aber jetzt nehme ich doch die Pumpgun. Die ist dann doch etwas besser, wenn es um mehrere Zombies geht. Wow! Ach, dämliche Hunter!
Nein. Ah, ich habe ein Schmerzmittel. Brauche ich nicht. Ich heile mich selber. So, das ist nochmal in-game. Louis, Zoe, Bill. Mich sieht man jetzt nicht. Vielleicht kriegen wir irgendwann oder kommen wir irgendwann an einem Spiegel vorbei. Bam, bam. So. Ja, das ist jetzt auch. Manche Autos haben eine Alarmanlage. Wenn wir jetzt halt drauf schießen, geht die los und lockt noch mehr Zombies an. Wow. Alter. Wow. Geh weg von mir. Wow. Ach, verdammt. Okay. Jetzt habe ich aus Versehen draufgehauen. Seht ihr, und schon sind sie alle da und ich muss nachladen. Oh. Oh, ein Boomer. Ah! Zu viele Zombies! Zu viele Zombies! Oh, ich weiß. Entschuldigung. Man sollte nicht auf, wie ich jetzt, auf die Verbündeten schießen. Haben wir alle. Oh, Gott sei Dank. Okay. Ja, ich lade nach. Bevor da jetzt noch mehr kommen. Ah, was gibt's denn hier hin? Okay, hier gibt's nichts. Gehen wir jetzt, genau, hier, wie das Zeichen schon besagt, runter. Und in den... Ah. Ach, schade, ich habe schon zwei. In den Schutzraum.